So, das war's denn vom wilden Schleswig-Holstein. Diese Serie, die geht jetzt zu Ende. Herzlich willkommen im wilden Schleswig-Holstein. Ja, ihr habt richtig gehört. Wildes Schleswig-Holstein. Hier ist Campen in der freien Natur erlaubt. Erste Panne übrigens. Kette abgelaufen. Letzter Campingplatz, eine Panne, muss ja wohl sein. Das war's wohl schon. Ja, kleine Panne, große Wirkung. Cool. Dieser Trekkingplatz wird freundlicherweise von privat angeboten und liegt in der großen Dorfer Heide ganz in der Nähe von Barmstedt. Auf einem großen, ruhigen und naturnahen Privatgrundstück. Der Weg zum Campground ist ausgeschildert mit WSH, Wildes Schleswig-Holstein. Ja, das ist ja mal ein netter Willkommensgruß. Ich sage schon mal Dankeschön für die Gastfreundschaft. Und das hier ist der Platz zum Übernachten. Sehr großzügig, sogar mit Sitzgelegenheiten. Und hier in der Ecke befindet sich noch etwas ganz Besonderes. Ein Spaten mit den Farben von Schleswig-Holstein für die Notdurft. Ein sehr netter Service. Okay, dann wird es Zeit, das Zelt aufzustellen für die letzte Nacht im wilden Schleswig-Holstein. Die Reise endet hier. Ich befinde mich jetzt in Barmstedt
Und zwar auf dem letzten Trekkingplatz vom Wilden Schleswig-Holstein auf meiner Rundreise. Hier geht sie zu Ende und ich muss sagen, dieser Platz hier ist absolut liebevoll hergerichtet. Ja, die Corona-Pandemie, die hat uns fest im Griff gehabt in diesem Sommer. Es bleibt zu bezweifeln, dass wirklich alle Plätze offen bleiben, denn diese wurden doch durch Dauercamper tatsächlich missbraucht. Ganze Horden sind auf einigen Plätzen hergefallen mit Campinggestühl, Autos und haben dann die ganze Woche oder Wochenenden verbracht. Das ist nicht im Sinne vom Wilden Schleswig-Holstein und insofern bleibt zu hoffen, dass die Leute Einsicht haben und sich zu benehmen wissen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß, einen tollen Sommer und ja, vielleicht sehen wir uns bei einem neuen Projekt mal wieder. Bis dann und tschüss.